Gott. Bitte, wie schaut das aus? Geiles Scheißwetter und oh mein Gott, ich habe mir so einen Regenplastiksack für meinen Körper besorgt. Ach du Scheiße. Kennt ihr das auch? Vorne Unterführung, Eingang runterschalten und dann brapp. Wie sich das anhört. Oh Gott. Bitte, wie schaut das aus? Oh. Gott sei Dank habe ich das Ding nicht über meinen Rucksack gezogen, weil mein Rucksack ist ja wasserfest. Und deshalb war das auch nicht notwendig. Und so konnte ich das Ding zumindest ein bisschen fixieren auf meinem, ja, auf mir. Das, weil ich glaube, wenn ich den Rucksack nicht so als Beschwerer oben hätte, das Teil wird es ja komplett runterfetzen. Also haut alle mal einen Daumen hoch, wenn ihr Regen auch scheiße findet. Also alle wahrscheinlich. Oder fahrt ihr gerne so im Regen? Oh Gott. Vor allem das Ding ist, meine Reifen haben einfach kaum mehr Profil. Also ich werde sie übermorgen wechseln lassen. Und das macht die ganze Sache natürlich nicht gerade geschmeidiger. Und es ist schon so ein bisschen beunruhigend, so zu fahren, wenn man weiß, man hat einfach kein Profil, dass der Reifen schon fast glatzert ist. So. Aber ich vertraue mal drauf, dass die Reifen trotzdem halten irgendwie. Schau einfach, dass ich nicht zu schräg in die Kurven fahre wie sonst. ja, wie das ausschaut. Das bläht sich einfach so komplett auf da hinten bei meinen Armen. Aber ich würde sagen, es erfüllt seinen Zweck. Also ich werde drunter nicht nass. Also ich kann es nur jedem empfehlen, sich so ein Regending zuzulegen. Es nimmt wirklich nicht viel Platz weg und ich glaube, ich werde das wirklich auch nach Italien mitnehmen, falls wir Pech haben. Und es schützt schon, so ich meine sicher bei den Beinen jetzt nicht und so, und es hat doch nur kurze Ärmel. Aber zumindest läuft einem dann das Wasser nicht so den Arsch hinunter. Also ja, das ist auf jeden Fall schon mal vom Vorteil. Aber jetzt muss ich aufpassen da bei den Schienen, das ist nämlich echt immer gefährlich. Die sind sehr rutschig. Und auf Kanaldeckel ganz besonders. Und ich fahre genau über einen drüber. Beste Demonstration. Oder zumindest, wenn ihr über Kanaldeckel im Regen drüber fährt, oder auch über solche weißen Dinger da, immer nicht zu viel Gas geben oder schon gar nicht bremsen. Also das ist eigentlich, Bremsen und Gas geben auf so rutschigen Teilen ist eigentlich immer schlecht. Wieder mal ein schöner Vlog im Regen, oder habe ich überhaupt schon mal ein Video aufgenommen im Regen mit euch? Ich weiß gar nicht. Oh ja, na sicher doch. Gleich das allererste sogar, wie ich mit Alex gefahren bin. Ja, da bin ich so mitgefahren, aber das war auch im Regen oder halt so, es hat getröpfelt. Thank you.